Leon Dreiseitel ist aktuell der beste Eishockeyspieler der Welt. Mit 24 Jahren wurde er im September zum wertvollsten Spieler in der weltbesten Liga NHL gewählt. Aktuell hält sich der Stürmer der Edmonton Oilers in Köln fit und trainiert bei dem Kölner Hain. Ja, ist immer schön. Ich meine, logischerweise sind sehr viele Freunde von mir noch hier im Team. Ja, meine besten Freunde eigentlich, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich ja, in der Halle hier eigentlich so das Eishockeyspielen gelernt habe. Und ja, es ist wie jeden Sommer eigentlich immer was Besonderes, dann wieder zurückzukommen. Ja, der Spaßfaktor ist riesig. Das steht auch irgendwie an Nummer 1 jetzt gerade hier für uns alle, glaube ich. Da ja, die DL oder der KIC und ich selbst ja auch nicht wirklich wissen, wann es weitergeht. Und da muss man natürlich irgendwie bei Laune bleiben. Und ja, ist natürlich sehr, sehr wichtig und macht auch Spaß. Es ist für Dreiseitel ein liebgewonnenes Ritual, sich in der Pause hier in Deutschland fit zu halten für die neue Saison. Denn Ausruhen auf seinen diversen Auszeichnungen steht nicht auf der Tagesordnung für den ehrgeizigen Sportler. Natürlich ist es ein bisschen eingesackt und ich freue mich riesig darüber und bin da auch gewissermaßen sehr, sehr stolz drauf. Aber als Sportler, glaube ich, guckt man immer nach vorne und man schaut immer irgendwo, wo man sich verbessern kann, und das mache ich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und denke, wie toll ich bin. Im Gegenteil, also es gibt noch sehr, sehr viele Sachen, an denen ich arbeiten kann, und ja, das werde ich Jahr für Jahr machen. Wann es für Dreiseitel wieder zurück nach Kanada geht, ist noch offen. Zumindest gibt es jetzt mit dem 1. Januar 2021 einen offiziellen Starttermin für die neue NHL-Saison. Und dort wird er auf ein weiteres deutsches Top-Talent treffen. Tim Stützle wurde gedraftet und läuft künftig für die Ottawa Senators auf. Also ich bin in Kontakt mit Timmy und habe ihn gestern auch angerufen und ihm viel Glück gewünscht und dass alles gut gehen wird. Aber für das deutsche Eishockey ist das natürlich riesig, keine Frage. Ich glaube, immer wenn man da jemanden oben dabei haben kann, das ist immer was Tolles für das deutsche Eishockey. Genau wie Leon Dreiseitel damals wurde Stützle übrigens auch an Position 3 ausgewählt. Mit Dreiseitel an der Spitze werden die Deutschen in der NHL auf jeden Fall bestens vertreten.